Die türkische Mittelmeerküste. Hier in Akuyu wird gerade ein bemerkenswertes Projekt hochgezogen. Ein riesiges Atomkraftwerk, das in Zukunft 10% des türkischen Stroms liefern soll. Derzeit ist es eine der größten Kraftwerksbaustellen der Welt. Wir hoffen, dass der erste Reaktor noch 2023 in Betrieb geht und ab dann Strom produziert. Das Besondere hier, es werden gleich 4 Reaktoren nebeneinander gebaut. Einer nach dem anderen, alles die gleiche Technologie. Das sorgt für ein Tempo, das die Neubauprojekte in Europa oder den USA alt aussehen lässt. Heute sind weltweit 422 Reaktoren in Betrieb und 57 im Bau. Die Europäische Union bezieht 25% ihres Stroms aus Atomkraft. Im vergangenen Jahr hat die Europäische Kommission Kernenergie als grüne Energie anerkannt und ihre Vorbehalte in dieser Frage ausgeräumt. Mit Akuyu wird die Türkei an dieser Entwicklung teilhaben. Die Feier, bei der Erdogan im Frühjahr 2023 spricht, ist ein riesiger Meilenstein. Zum ersten Mal werden Brennelemente für das Kraftwerk geliefert. Und zugeschaltet ist ein ganz besonderer Gast. Der russische Präsident, mein lieber Freund, Herr Putin. Herzlichen Glückwunsch zu diesem bedeutsamen Meilenstein. Im Namen meiner Person und meines Landes möchte ich Herrn Putin und allen Behörden der Russischen Föderation danken, die unser Projekt von Anfang an unterstützt haben. Das Kernkraftwerk steht zwar in der Türkei, gehört aber Russland. Der staatliche russische Kernkraftkonzern Rosatom investiert 20 Milliarden Dollar. Er hat alles geplant, baut derzeit und wird das Kraftwerk später auch betreiben. Selbst der Atommüll geht am Ende zurück nach Russland. Die Türkei kauft einfach den Strom zu einem Fixpreis. Es wird ein russisches Kraftwerk auf türkischem Boden sein. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Türkei NATO-Mitglied ist. Dass Russland kritische Infrastruktur auf NATO-Territorium besitzt, könnte nach Ansicht vieler westlicher Experten problematisch werden. Kacper Szulewski ist Professor für internationale Beziehungen und gefragter Experte für russische Energiepolitik. Es gab kritische Stimmen aus den USA und auch aus Polen. Aber bisher hat sich niemand so deutlich geäußert, dass das Projekt wirklich in Frage gestellt oder gar gestoppt worden wäre. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass das Kraftwerk einfach fertig gebaut wird, als ob sich die geopolitische Lage nicht geändert hätte. Die Türkei hat schon mehrfach versucht, Kernkraftwerke zu bauen, aber immer ohne Erfolg. Diesmal scheint es zu klappen. Dank russischer Hilfe. Jedes Land muss diese Entscheidung selbst treffen. Manche Partnerschaften sind so stark, dass man seinen Partnern die eigene Stromproduktion anvertrauen kann. Aber wir haben ja gesehen, wie Russland mit seiner Invasion der Ukraine Energieabhängigkeit zu einer Waffe gemacht hat. Und ich denke, das ist etwas, worüber jedes Land heute nachdenkt, wenn es Entscheidungen über seine Energieversorgung trifft. Doch welche Konsequenzen könnte das für die Türkei haben? Wie viel Macht Russland über die Anlage in der Türkei ausübt, ist noch umstritten. Es gibt Experten, die recht entspannt sind, was das angeht. Wenn man aber bedenkt, was 2022 im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg im Energiesektor passiert ist, dann weiß man auch, dass Dinge, die heute noch unmöglich erscheinen, schon bald Realität werden könnten. Ein plötzlicher Ausfall der Akuyu-Reaktoren könnte das gesamte Stromnetz der Türkei lahmlegen, also einen Blackout verursachen. Und das ist eine sehr, sehr mächtige Waffe, die Russland da in der Hand hält.
Gerne hätten wir die Baustelle selbst besucht und mit den Verantwortlichen diese Fragen diskutiert. Nach monatelangen Gesprächen gab es vom russischen Betreiber auch eine Zusage. Nur das türkische Energieministerium wollte einem Dreh von uns nicht zustimmen. Vielleicht ist auch Ihnen mit dem Projekt jetzt eher unwohl. Rosatom ist weltweit aktiv. Der russische Staatskonzern ist ganz groß im Kernkraftgeschäft. Ich würde sagen, dass fast die Hälfte des internationalen Marktes von Russland kontrolliert wird. Und Russland bietet alles an. Die Planung von Reaktoren, den Bau, aber auch die Lieferung von Brennelementen. Das ist ein sehr profitables Geschäft. Insgesamt ist Russland also mit Abstand der größte Player auf dem internationalen Markt. Russland baut rund um den Globus neue Reaktoren. In China, Bangladesch, Indien, Iran, Ägypten und in der Türkei. Aber auch in Ungarn und in der Slowakei. Und mit vielen weiteren Ländern hat es zumindest schon einmal Gespräche gegeben. Rosatom ist bisher ziemlich immun gegen externe Schocks. Die Fukushima-Katastrophe hatte keinen Einfluss auf ihr Geschäft. Und auch nach dem Ukraine-Konflikt 2014 und der Annexion der Krim konnten wir keinen Rückgang feststellen. Selbst jetzt, nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, sehen wir keinen großen Einbruch bei den Aufträgen von außerhalb Europas. Wie kann das sein? Eigentlich wurde der russische Energiesektor ja umfangreich mit Sanktionen belegt. Warum ist Rosatom verschont geblieben? Derzeit hat Russland in Sachen Kernkraft die Nase vorn. Wenn der Westen also in Zukunft auf diese Technologie setzen will, braucht es eine Aufholjagd. Wir müssen aufholen. Und das können wir auch. Aber wir müssen uns echt anstrengen. Die Frage ist nur, wie viel Zeit bleibt dafür?